So, wir sind jetzt bei Folge 7 und ich habe vier Themen heute. Vier Themen, die ich mit euch besprechen werde. Erstens ist es ein geiler Support, also letztes Video, also Folge 6, Hausverbot bei Kaufland. Ihr wart alle sehr sachlich, manche Kommentare gut, waren, könnte man, hätte man, ne? Viele haben gefragt, warum ich nicht Anzeige erstattet habe. Ja, hätte ich machen können, aber ganz ehrlich, ich habe einfach keinen Bock da drauf, auf den ganzen Papierkram und dann geht das vielleicht vor Gericht und, ah nee, sorry, und das kann man lassen, das kann man definitiv lassen, das ist zu viel Wirrwarr für, ja, viel Verhalten von einer Person. Darauf habe ich auch die Idee gehabt, dann vielleicht mit mehreren Discounter versuche ich mal mit in Kontakt zu gehen, um eventuell solche ein paar Lösungen für den Fahrer, dass sie nicht nur an zeitlich, sondern auch vielleicht an den Fahrer denken, dass manche Sachen vielleicht für den Fahrer angenehmer wäre, würde. Klar, ist alles noch Spinnerei, aber man kann es ja versuchen. Vielleicht kann man da vielleicht irgendwie, auch wenn es nur ein bisschen verändern oder verbessern kann. Ja, und das fand ich echt schon krass, dass dieses Video auch so krass angeguckt wurde. Und ja, ja, das zweite Thema ist ganz einfach. Ich hatte jetzt am Wochenende, oder am, wann bin ich von, ich habe in, jetzt muss ich selber überlegen, ich bin am Dienstag abends, von Dienstag auf Mittwoch in der Nacht bin ich hochgefahren und auf der A5 hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben, der wirklich ein paar Sekunden vor mir passiert ist. Da sind Sachen passiert, wo man wieder komplett mit dem Kopf schütteln kann. Das sind Sachen, die kannst du gar nicht erzählen, weil es einfach so unreal ist. Was ist passiert? Ein Brückenfahrzeug ist auf einen liegen gebliebenen Schwertransporter aufgefahren und dazwischen war noch ein Begleitfahrzeug, ein BF3-Fahrzeug. Das sind diese kleinen Bullis, die mit total beleuchtet, also die kann man eigentlich nicht übersehen. Das ist aber Nebensache, warum, wie es gekommen ist, weiß ich nicht. Das ist die Sache von der Polizei. Ich war auf jeden Fall, habe angehalten, ausgestiegen. Es waren dann drei Leute schon am Bulli, haben dort dann auch erste Hilfe geleistet. Ich war dann beim LKW-Fahrer, dem ging es dementsprechend gut. Der war nicht eingeklemmt, also körperlich nicht eingeklemmt. Er kam aber so auf der Fahrerseite nicht raus, er kam aber auf der Beifahrerseite raus. Das war eigentlich noch alles super, hat auch alles super funktioniert. Aber wo es dann ging um Rettungsgasse war gleich null. Wir sind mit mehreren Berufskraftfahrern, haben versucht, Autofahrern begreiflich zu machen, dass sie eine Rettungsgasse machen sollen. Es gab Autofahrer, die dann gedacht haben, die Rettungsgasse wäre eine Fahrbahn. Das ist schon mal eine Sache, die ging gar nicht. Dann kam das erste Einsatzfahrzeug von der Feuerwehr. Der hat wirklich ungelogen, der hat eine Ewigkeit gebraucht bis zur Unfallstelle, wo wir schon, die Autofahrer und die Bullifahrer, es standen wirklich auf alle, es ist eine dreispurige Autobahn, es standen auf alle drei Spuren LKWs. Das muss nicht sein. Wenn sowas ist, haben, auch wenn wir Zeitdruck haben, fahrt bitte immer rechts. Weil wenn ein Rettungsfahrzeug kommt, auch wenn wir in der Mitte stehen, und Autos nur auf der dritten Bahn wären. Es ist trotzdem zu wenig Platz. Der LKW muss da wirklich, die Rettungsgasse muss so breit sein, dass die Fahrzeuge wirklich mit, ich sag mal, es hört sich jetzt, ich weiß nicht, ob die wirklich dann mit 60, 70, 80 km/h durchpfeffern, so dass die wirklich, es ging wirklich um Minuten. Es ging um fucking scheiß Minuten. Das war schon eine krasse Sache, wo ich nur mit dem Kopf schütteln war. Dann sind wir, die Ersthelfer, wieder zum Fahrzeug zurückgegangen.
Und dann sind die krankesten Sachen passiert. Da sind wirklich Leute, jetzt müsst ihr euch überlegen, Autofahrer sind ausgestiegen, haben erstmal Handy gezückt, erstmal gefilmt, wie die Feuerwehr und Polizei da lang gefahren haben, wir denen schon mal hingewiesen, ey, lass das bitte sein, das ist strafbar, das macht man nicht. Dann meinten sie, bist du Polizei? Ich so, nein, aber das hat schon was allein mit Anstand zu tun. Das war denen dann auch scheißegal. Dann gab es dann Leute, die sind dann wirklich 500 Meter hinter uns aus dem Auto gestiegen, sind dann nach vorne gelaufen, um zu gucken, was die Polizei oder Feuerwehr da macht. Da sind Leute, da, also Beispiel war zwei Sachen, die waren, da habe ich mich tierisch darüber aufgeregt. Es war einmal, da war ein Pärchen, die sind mit einem Kinderwagen, mit einem Kleinkind zur Unfallstelle, um zu gucken. Dann sind, ist ein junges Pärchen, ich glaube, die waren um die 20. Da bin ich noch hingegangen, habe gesagt, ey, was wollt ihr da? Euer Auto steht da hinten, ganz weit da hinten. Ja, ja, ich weiß, sagt er. Ich so, ey, geht zurück, weil kann ja gleich sein, dass das gleich losgeht. Nee, nee, wir wollen gucken. So, Alter, das macht man nicht. Wenn da war einer eventuell, also in der Zeit habe ich gedacht, dass der wirklich vielleicht noch im Sterben, oder man weiß es ja nicht, weil er war schwer verletzt, der im Bulli. Und da ich ja nicht bei ihm war, sondern beim anderen Fahrer, wusste ich nicht seinen Zustand. Ich wusste nur, sein Zustand ist kritisch, weil der Bulli sah auch aus wie eine Cola-Dose, die zusammengedrückt wurde. Und auch wieder der gleiche Spruch, jetzt habe ich hier ein Viech, Alter, piss dich. Da kam der Spruch, ja, das interessiert uns, du bist doch keine Polizei, ne? Oder bist nicht, ne? Also sind weiter. Nach 10 Minuten kamen die wieder zurück, haben mich angeguckt und haben mich ausgelacht. Da habe ich echt gedacht, Alter, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr richtigen Hass, ihr habt dann richtig Kopfkino, was ihr am liebsten mit den Leuten machen würdet. Da habe ich nur gesagt, Alter, schön die Tür ins Gesicht, bam, um halt einfach mal zu zeigen, wo der Verstand, ob überhaupt irgendwie Verstand bei denen wären. Und da waren so Sachen, sorry, aber geht gar nicht. Ersthelfer, ja, sobald die ersten Rettungskräfte da sind, denen am besten Bescheid sagen, was ihr gemacht habt. Absichern ist auch sicher und. So, ich musste kurz einen Cut machen, weil hier gerade Leute vorbeigelaufen sind. Ihr kennt das neue Datenschutzgesetz ist mal noch bescheiden. Wir sind selber mit unserer, Anführungsstrichen, Community, LKW-Community-Fahrer noch am überlegen, was man am besten machen kann. Fahrzeiten sind momentan echt No-Go, weil es einfach zu krass ist mit den ganzen Scheiß verpixeln und. Wir müssen uns da, wir haben uns eigentlich super erkundigt, aber es gibt Grundlagen, es gibt Sachen, wo man trotzdem ja, Fehler machen kann und die wollen wir ausschwärzen, weil es kann Geld kosten, jede Menge Geld kosten. Ich weiß nicht, was du jetzt da hast. Guckt euch die mal an. Und ja. Ja, dann Vorsicht, Fahrrad. Coco. So, wieder ein Cut. Mensch. Ja, dann haben wir das dritte Thema. Das ist wieder meine alte Sache. Es ist wir zusammen. Ne? Allein statt, ne, einsam statt gemeinsam. Oder gemeinsam statt einsam. Mensch, kannst du deinen eigenen Hashtag nehmen? Nee. Diesmal, ich habe einen Account gefunden, aber den werde ich euch gleich sagen, weil wir jetzt langsam wieder zum LKW laufen und da kann ich euch dann mehr Informationen geben. Also wir sehen uns gleich. Bis gleich, ne? Ciao. So, jetzt sind wir wieder im LKW. Hier haben wir auch besseren Ton, weil der Wind wurde auch. Kannst du mal aufhören zu fressen? Oh. Oh. Hab Hunger, Papa. Ja. Naja, müssen wir mit den Geräuschen leben. Ja, drittes Thema.
gemeinsam statt einsam. Und diesmal habe ich einen anderen, der heißt Banrado. Ich hoffe, dass das richtig geschrieben ist. Oder gesagt, Banrado auf Achse. Das ist ein Unimog-AMG-Fahrer. Der wiegt mich bestimmt... er ist ein Brückenschubser. Brückenschubser? Ja, das ist ein Brückenschubser. Kein Büchsenschubser, sondern ein Brücken. Ich wollte gerade sagen, an den habe ich... Nein, der fährt keine Brücken um. Nein, der fährt für Paketdienste. Also der hat eine Brücke, die wird draufgesetzt. Er erklärt das auch super. Kommt auch super geil rüber, macht geile Fahrszenen. Ich hoffe, dass es weiter so bei ihm läuft. Dass er das auch... Weil es ist geile Schnitte, muss man sagen. Und ja, guckt einfach mal rein, das seht ihr dann. Es macht eigentlich richtig Spaß, ihnen zuzugucken. Und ja, und jetzt kommt das vierte Thema. So, das vierte Thema ist ganz einfach. Es geht ums Einkaufen und die normalen Spesensätze. Der Spesensatz ist hier in Deutschland so oder so eigentlich schon extrem niedrig. Ich habe mal eine Auflistung hier gemacht, wenn man jetzt so überlegt, hier ist, wenn man überlegt, wir bekommen maximal für 24 Stunden kriegen wir nur 24 Euro Spesen. In anderen Ländern ist es wesentlich höher. Wenn man überlegt, wenn man jetzt zum Beispiel nicht zum Einkaufen kommt, zum Beispiel einer, der hauptsächlich nur nachts fährt, das heißt, er fängt um 9 Uhr an und dein Feierabend ist dann wirklich, sagen wir mal, 7 Uhr. Da hat noch nichts Großartiges auf. Das heißt, er müsste dann so oder so auf dem Autohof fahren und dann fangen die Kosten jetzt richtig an. So, du möchtest ja, jeder möchte was frühstücken oder hält kurz an, um, ich sag mal, ein Brötchen und einen Kaffee. So, durchschnittlich liegt das, wenn man jetzt bei einer Bäckerei fährt, liegt man bei 3 Euro. Wenn man auf eine Raststätte fährt, da bezahlt man für ein Brötchen, nur für ein stinknormales Brötchen, was schon wahrscheinlich 6 Stunden schon in der Lade, also zum Verkauf steht, locker mal 4, 5 Euro. Duschen ist eigentlich, sollte man auch fast jeden Tag machen, weil auch wenn man beladen und ist es angenehmer, liegt man auch im Durchschnitt bei 3 Euro. Abendessen. Jetzt so, wir stehen jetzt hier in Lohne. Beim Jägerheim. Hier ist es eigentlich super günstig, wenn man überlegt, was man bekommt. Hier gibt es All-Can-Eating-Sachen, also Buffet. Das heißt, man bezahlt so und so Preis. Und gut, es sind, der Preis ist, sagen wir mal, ich weiß nicht, Burger-Buffet liegt bei, ich glaube, auch so bei 13. 14 oder 15 Euro. Sagen wir mal, um die 15 Euro. Das Buffet. So, dazu trinkt man vielleicht 2, 3 Cola oder eventuell auch ein Feierabendbier, ist ja auch nicht schlimm. Man liegt so ungefähr bei 20 Euro. Sagen wir mal 20 Euro. So. Dann sind die Spesen, dann ist man schon über den Spesensatz. Man hat, und dann hat man zumindest vernünftig was gehabt. Und ja. Das ist so, wo ich noch nicht so, ja. Und das andere Problem ist, wenn man zum Einkaufen gehen könnte, sag ich mal, man fährt irgendwo lang, wo man einkaufen kann. Egal, ob es Aldi, Netto, auch wieder Kaufland. Es gibt keine großartige Parkmöglichkeiten. Es gibt minimale, wo man irgendwann weiß, wo man einkaufen gehen kann. Es gibt an der A7 zum Beispiel Fulda, Eichenzell, Werneck. Da sind Parkmöglichkeiten, aber das sind gleichzeitig auch Autohöfe von einer gewissen Autohofgesellschaft, wo man wirklich nur 15 Minuten steht und ab diesen 15 Minuten musst du pro Stunde 1 Euro zahlen. 1 Euro pro Stunde. Das heißt, wenn du allein nur einkaufen möchtest, musst du wieder 2 Euro zahlen, nur um einkaufen zu dürfen. Was eigentlich selbstverständlich ist, dass man kurz einkaufen, kurz was zu trinken holen, Brot, Aufschnitt, Kleinigkeiten, Klopapier. Und das sind langsam wird es Ausmaße geben, überall auch, es gibt Industriegebiete, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Alzenau. Wenn man dort von der 45 runterfährt, da
Dann hat man auch einen Autohof. Und ab dem Autohof ist das ganze Industriegebiet mit Parkverbot. Oder Park- und Halteverbot. Dort kümmert sich, glaube ich, kaum einer drum. Also zum Einkaufen hält da jeder an. Aber es gibt auch dort echt, dass das Ordnungsamt dorthin geht und einfach Tickets verteilt. Einfach Tickets ohne Ende, und das ist extrem krass dort. Wo man auch gut einkaufen gehen kann. Und das ist das Einzige, glaube ich, wo es kostenlos zu parken ist, ist Peine. Es war mal früher ein richtig guter Autohof, aber jetzt ist das mehr so, ja, und da könnte man ohne Probleme zum, da hat man Kaufland, Aldi und. Ich glaube, da hat man eine Stunde frei. Ja, eine Stunde. Aber sonst ist Einkaufen für einen LKW-Fahrer, der einen 40-Tonner fährt mit 16,5 Metern, ja, keine leichte Sache. Und da sollte man sich dann auch vielleicht überlegen, dass man da vielleicht mal für einen LKW-Fahrer oder für Minimum sagt, so, du hast jetzt, sagen wir mal, 20 Minuten. 20 Minuten müsste reichen zum Einkaufen. Da hat man genug Zeit, um einzukaufen zu gehen, um, dass man da irgendwie eine Möglichkeit guckt, dass auch den LKW-Fahrern geholfen wird. Dass wir nicht irgendwie uns wieder strafbar machen müssen, um irgendwie, Anführungsstrichen, was in den Backen zu haben. Das müsste man wirklich mal so durch den Kopf gehen lassen. Ja, wie gesagt, das sind so die Themen, die mich auch momentan sehr beschäftigen. Vor allem jetzt noch das Datenschutzgesetz, was sehr, sehr, sehr mich beschäftigt, was allgemein so ein bisschen bescheiden ist. Aber ich denke mal, das wird auch noch besser werden. Ich denke mal, es gibt jetzt Sachen, oder sind Sachen rausgekommen, wo man sagen kann, okay, das könnte man machen und das nicht. Aber um wirklich sicher zu gehen, muss man da wirklich erstmal vorsichtig sein. Wir sind jetzt erst, es ist ja erst heute, heute ist ja der Freitag, der 25. Warten wir erstmal so ein, zwei Wochen ab. Ich denke mal, dann ist wieder, es wird viel Panik gemacht. Und da sollte man dann doch aufpassen, was man dann, wie man es macht oder was kommt. Von daher wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Habt viel, viel Spaß noch. Genießt das Wetter, es soll gut sein. Es soll richtig warm werden. Und nicht vergessen, abonnieren, vernünftig kommentieren. Ja, die sagt es selber, kommentiert. Wir nicht. Ja, wir nicht, dann kommt die. Die geht auf Kehle. Kniekehle. Ja. Und nicht vergessen die Glocke. Ohne die Glocke habt ihr, ja, es ist YouTube. Man kann es leider nicht ändern. Von daher wünsche ich euch viel Spaß. Und vergisst nicht mal bei dem Barado. Ich hoffe, dass Banrado. Ich hoffe, dass ich es. Wenn du das siehst, schreib mir mal, wie das richtig ausgesprochen wird. Von daher. Ach so, und noch was. Das nächste, also das. Jetzt kommt das Video von LKW Mike. Müsst ihr euch mal angucken. Der Sack hat mich. Der hat eine Sprachmitteilung. Hat da einfach ins Video reingenommen. Passt auf. Datenschutz, ne? Denkt dran. Von daher, nee. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.